Hallo. Hallo. Ja. Wir haben da einen Partner. Nee, nur Boggy. Nee, du auch. Ach so, du redest von den leichten Problemen. Naja, ich habe ein paar Probleme mit Steuerung gehabt, weil ich mein Gamepad ausgestöpselt hatte und so weiter. So, ich habe was nach meinem Müll. So, und wir haben hier. Malmö, oh puh. Gut, das ist gut. Gleich annehmen, durchfahren und dann fahren wir mit der Fähre und verlieren noch mehr Geld. Ja, wir haben nämlich Probleme mit Frachten, weil das Scheißspiel einfach behindert ist. Deswegen. Jetzt halt mal die Klappe. Nee, wir haben. Uns werden keine Frachten angezeigt. Jedes Mal, wenn wir uns hier einloggen, dann kennen uns. Irgendwie kriegen die Entwickler das nicht hin, dass die Frachten da bleiben oder die haben Probleme. Oh, Alter, ja, da verpiss dich doch mal, Hurensohn. Was willst du jetzt? Alter. Ich bin schon wirklich, mehr geht gar nicht auf meiner Ecke, weil ich da schon fast gegengefahren bin. Und er will trotzdem noch bei mir rein, heftige. Er ist halt ein Pisser. Ja, ich muss sagen, seitdem das Spiel so populär ist, ne, ist der Online-Modus echt übel geworden, Alter. Ja. Das ist teilweise echt eine Zerreißprobe. Muss ich die ganzen kleinen Kinder das Spiel jetzt auch langsam holen und alle bashen. Ja, das war dieses Gehupe an der roten Ampel ist auch, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Nee, die hinten, die haben hinter sich da irgendwie Probleme. Alter, piss dich! Ah nee, Tatsache, der blockiert den Pinken. Na, siehst du? Alles nur Kinder. Echt schade. War mal wirklich ein sehr entspanntes Fahren, muss ich sagen, ne? Damals, also mit Jan und, nicht mit Jan, hier mit Stefan und Christo, da war das noch wirklich alles ein bisschen entspannter. Heute, also, ich traue mich echt nicht zu überholen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist echt übel. Früher genauso. Nee. Außer, dass heutzutage mehr Leute auf dem Server sind. Also, so schlimm war das früher echt nicht, dass da jeder Dritte einen wegboxt, ey. Kann ich mich nicht dran erinnern, sagen wir so. Oder ich wurde nicht von jedem drin. Außerdem sind die meisten, sind sehr, sehr viele trotzdem noch anständig. Ja, das muss man auch sagen, das ist klar. Aber ich denke, mindestens die Hälfte ist. Das sind wirklich Hurensöhne, ist so. Mindestens. Ist auch nervig, dass man nicht schlafen kann, weißt du? Also mal ganz ehrlich, du bist nicht müde, Alter. 3 Monate später bist du nicht müde. Ja. Aber, ja, es ist ein bisschen. Oh, hinter mir ist einer. Mach der Pinke. Oh ne, ist das der? Ach ne, das ist der blockiert wurde. Ja, genau. Der ist ein super anständiger Fahrer. Fährt er ein Renault? Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Darf. Der würde aber auf der Farbe mit der Farbe passen. Ich müsste jetzt hier rum. Ja, ich auch. Ja, haben wir wenigstens Glück, dass wir beide nach Malmö fahren, Alter, das ist gut. Ja, und liebe Leute, wenn ihr mit Gamepad spielt, steckt nie euer Gamepad aus. Also aus dem USB-Stick. Aus dem USB-Dings. Und tut das Spiel starten, ohne dass das Spiel. Das Spiel starten, genau. Das machen nur Behinderte. Weil das Spiel irgendwie dann alles umstellt und so weiter auf Tastatur und keine Ahnung. Und ja, wenn ihr das Spiel dann neu startet, speichert er diese Einstellungen dann ab. Und das ist echt ätzend, dann wieder alles umzustellen. Dann hat auch noch die Lenkachse hinten gesponnen. Ich konnte nicht mehr so schön sanft lenken wie jetzt. Sondern der hat sofort 100% gelenkt. Was
bisschen nervig ist. Besonders, was transportiere ich eigentlich? Ketchup! Geil. Und du? Keine Ahnung. Chicken Wings. Frischer Fisch. Geil. Okay, geil. Frischer Fisch. Machen wir, und dann haben wir noch irgendwo Mehlpanade. Genau. Mehl und dann machen wir noch ein paar Eier und dann machen wir uns schön Fischstäbchen mit Ketchup. Genau. Lecker. Hallo Laura. Christo mit den Eiern und Stefan mit den Paniermehl. Ja. Heute gibt es bei uns schön geschnetzeltes Jägerart. Oh. Ne, nicht Jäger, sondern eher, das heißt Waldpilz geschnetzeltes. Oh, geil. Ist wohl relativ neu, keine Ahnung. Sind halt andere Pilze drin, als man nur Champignons. Haben wir auch noch nicht gehabt, ey. Coole Sache. Ich mag Pilze. Na, wie mögen, ich mag keine Pilze. Aber ich mag den Pilzgeschmack. Du bist ja auch so ein Penner, der nicht mal Grünzeug futtert. Doch, Grünkohl sogar. Doch, und Spinat. Grünkohl, oh, und Spinat, oh. Ja, Grünkohl, oh. Ich glaube, ich mache den. Ja, genau, das werde ich mal sagen. Kartoffelpüree? Ah, nee, Grünkohl. Ah, ja, stimmt, Grünkohl. Nee, ich habe jetzt an Rosenkohl gedacht. Oh, Rosenkohl. Ja, den mag ich auch nicht. Den finde ich richtig widerlich, muss ich sagen. Das ist wirklich so ein Ding, das habe ich probiert. Wieder so, und den finde ich wirklich auch vom Geschmack widerlich. Das ist nicht so dieses Ding, ich mag da nicht raufbeißen, weil das meiste ist bei mir, ich mag es nicht raufbeißen, weil ich es halt seit Ewigkeit nicht kenne. Ich mag ja auch Apfelsaft, also warum sollte ich keinen Apfel mögen, weißt du, was ich meine? Aber das ist halt bei mir so, weil ich das nicht kenne, noch nie gegessen, also seitdem ich 2,5 bin, nicht mehr esse, wie heißt das hier, kenne ich halt das Reinbeißen nicht und so, und das ist dieses Überwindung, naja. Aber Rosenkohl ist so ein Ding, das habe ich probiert und das mag ich wirklich nicht. Genau wie Spargel, das ist auch wirklich richtig eklig. Spargel. Das sind so Dinge, die habe ich einfach probiert. Fertig. Und da kann ich sagen, mag ich nicht. Fertig. Boah, Spargel, ey. Da kannst du mich jagen mit, Boah, diese leichten Kurven, Alter. Merkst du das, dass wir die ganze Zeit kurvig fahren? Das ist ja nervig, ey. Mit Lenkrad würde das geiler kommen. Ja. Da kannst du die ganze Zeit ein bisschen gelenkt halten, Alter, hier muss ich immer gegensteuern. Wobei... Mit dem Gamepad, das ist ja auch möglich. Ja, mit deinem. Ist, ja, mit dem Analogstick. Analogstick? Nee, mit dem Käufer. Ja, Analogstick. Ich glaube, der heißt Analogstick, ne? Ja. Ja, damit kann man dann super auch lenken, aber mit meinem Analogstick, der ist halt nicht so flauschig. Oh, hier geht's bergab. Oh, mit Warnung sogar. Ja, und harter Kurve. Weiter. Oh, Alter. Hammer. Kurve plus Abfahrt ist echt... Das ist wirklich hart, ey. Ja. Ach, scheiße, wir waren in Polen und haben mich getankt, ey. Kommen wir ja noch. Nee, wir sind ja nicht in Polen. Nee, ach ja, wir sind stimmt. Ja schon Deutschland. Es war dunkel Deutschland, aber Deutschland. Und wann bist du heute ins Bett gegangen? Ich weiß nicht, so ist es schon 4 oder 5. Alter. Du bist ja echt ein Mongoloide. Dann lass mich doch. Achtung, Gegenverkehr. Mip, mip. Wieder am Rasen. Mip, mip. So, rechts hoch hier, ne? Ja. Muss man doch gleich drauf achten. Ich habe ja Fische im Karton. Ich bin gleich wieder direkt an der Fähre. Alter, das war aber auch wirklich geil. Ich habe das gesehen, das Bild. Ja. Sie haben Post. Boah, Alter, war das knapp. Das war ja nun wirklich genau daneben, Alter. Alter! Jetzt, Alter, ich hab... Oh, der Lock. Hab ich viel verbraten. Also viel bezahlt für die Zinsen. Ja, ich war 13.000 oder so, ne, irgendwie. Ja. Boah.
Ja, deswegen müssen wir auch, sobald wir im Plus sind irgendwie und einen abzahlen können, sofort einen abzahlen. Ne? Ja. Weil das ist echt so übel. Ne? Wir brauchen mehr Großaufträge. War das nicht auch der Trick so, dass wenn man sie zurück, wenn man sie zurückzahlt und dann also wieder neu nimmt, also man zahlt ja 8,5 wieder, weil man schon abgezahlt hat. Und man nimmt sich 10 und tut sich das dann wieder abzahlen, tut das nicht sich irgendwann rentieren? Ich weiß das gar nicht, ey. Weiß ich nicht. Muss man mal ausprobieren. Oh, to the moon. Was man kaum hört. Ach, ich wollte dich noch ein bisschen leiser schalten. Fuck. Mich? Ja. Bist du behindert? Weil ich jetzt OBS ein bisschen lauter eingestellt habe. Ach so. Bist du richtig laut in den Aufnahmen. Okay. Oder kann doch sein, dass ich... ist ziemlich laut bei mir auf den Aufnahmen. Wo warst denn du, Alter? Stehst jetzt erst hinter mir? Ja, die Auffahrt hat mich... Oh, ja, aber die hat mich auch ganz schön rumgenommen. Also, die war ganz schön ordentlich. Du, Alter! Vorsicht, da ist einer. Was? Der hat diesen Zusatzmotor hinten dran. Wenn das überhaupt Motor ist. Warte, guck mal, wo der fährt, Alter. Oh. Der hätte auch locker flockig neben mir da hinfahren können. Ja. Das ist, sind einfach nur die Leute, die keine Ahnung haben, ist so. Schade, ärgerlich, dass da jetzt nicht ein Konvoi da kommt oder sowas. Ey. Ja. Hat er sich weg. Oh, guck mal, hat er sich weg, entweder transportiert oder ausgelockt, wer weiß. Ey. Ich denke, das sind echt so eine Troller, die sich da auch noch ausloggen. So richtig arschig. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann irgendwann wieder hin und dann zack, pup, 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 fertig. Ja, so wie der eine PKW letztens. Ja. Die können ja gucken. Die gucken auf der Karte, weißt du, wie viele da gerade hier sind in der Umgebung. Wenn da 20, 25 sind, dann sagt er sich auch, ja, lohnt sich, bap, pup, fertig. Und so, fertig. Ganz einfach. Ich mach mal einen Kreis. Was macht Alter. Der für Geräusche? Meiner? Nee. Na, meiner hat er. Irgendwie ist der immer runtergeschaltet hoch nach Trelleborg. Ja, der andere hat irgendwie immer. Okay. Gemacht. Ketchup. Wo muss ich das eigentlich hintransportieren? Fische. Oh, ich muss das hier sogar hintransportieren irgendwo. Ah, also wirklich für Fischstäbchen. Geil. Ah ja, und wo? Da vorne oder was? Nee, hä? Wieso steht da noch 0 Kilometer? Aber ich hab noch einen Weg da. Alter! Ach, ich hab noch 28 Kilometer. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist... Oh. Dieses Scheiß, warte mal, Kontrolleinstellung. Da. Die vertikale Sichtachse fehlt. Ich fahr mal ganz falsch. Langsam. Nee, ich muss weiter. Hinter mir kommt noch einer. Wird aber nur nach 28 Kilometer. Muss erst ein bisschen Gas geben, sonst steht da 0 Kilometer. Ich muss auf jeden Fall nicht zum Hafen. Nee, da ist ja auch Trelleborg hier und nicht Malmö. Stimmt, hier gibt's keine. Doch, hier gibt's eine Firma, aber. Ja, aber das ist halt Trelleborg und nicht Malmö. Wir müssen nach Malmö fahren, was ist denn hier das sind los? Paar Kilometer. Steht hier einer mitten auf der Straße? Na, lass ihn doch. Ja, vor dem bin ich gerade. Ja, aber quer. Oh, minus 3900. Das heißt, ich hab 1000. Ich habe 1200 plus gemacht. Ja, bei mir auch ungefähr.
Aber ja, mal gespannt, muss ich gleich mal gucken, was der für Touren gefahren ist, ey. Ja, nicht viel. Scheiße, muss ich jetzt hier. Achso, ich muss hier runter. Gut. Boah, Alter, ist das verwirrend. Ach so, 25 Kilometer, Mann. Ja, Russe. Tu schön blocken da, Alter. Oh, Mann, so Nächte. Wodka. Das heißt, ich bin gleich 3000 Euro im Plus, ey. Ungefähr. Boah. Wow. Ich bin gar nicht im Plus. Na, wie gesagt, ich komme gleich. Je. Bitte unterlassen Sie das. Bitte nicht in meinem Let's Play. Du bist nicht cool, wenn du auf der falschen Seite fährst. Schreibt dann gerade geil. Das ist mir schon klar, Alter. Das macht nur Unsinn. Ja, vielleicht fährt da gerade irgendwo einer. Ja, ich denke auch. So, mein Müll waren wir auch noch nicht. Nee. Hier ist dieser Maximov, der sich ausgelockt hat. Ach, was? Hä, wie hat er das denn gemacht? Vielleicht hat er, gut, er hat eine Werkstatt hier. Oh, Alter, warum kann der nicht, wie heißt das hier? Oh. Ein Hurensohn, Alter. Fährt Alter, nicht mit ganz rein. Was ist denn hier los? Warum hält er mitten auf der Fahrbahn? Ein Türkiser? Nee. Achso, ist bestimmt DSV bei mir. DSV-Geschäftsleitung. Was? DSV? Das ist tatsächlich eine echte, reale Firma. Ich weiß, Deutscher Skisprungverband. Nein. Doch? Ja, gut, kann sein, dass es die auch gibt, aber es gibt auch eine LKW-Firma, die so heißt. Okay. Fährt unter anderem mit der Bahn. Okay. Das gab nur 261 EP, also so ein bisschen erbärmlich finde ich das. Ne? War eine ganz normale Ladung. Kontoüberziehung ausgeglichen. Okay. Ja, stimmt, mal gucken, was hat er denn alles Schönes gefahren? Ein Vorratstank für 1800 Euro. Was ist denn los bei dem Spiel, Alter? Der ist doch nicht nur eine Fahrt gefahren. Verstehe ich nicht. Doch, weil wir nicht schlafen können, weil wir auf Fähre gefahren. Wir sind doch eben gerade Fähre gefahren, du Vollidiot. Ja. Aber die Wetter keine 3000 Stunden brauchen. Ich weiß, aber er fährt normalerweise während wir offline sind. Nein. Doch, nein. Schwör ich dir. War damals so. Wenn es heute nicht mehr so ist, dann ist es nicht mehr so, aber damals war es so. Deswegen haben wir ja mal mit Jahren. Dass es nur im Offline-Modus ist, das nicht. Deswegen hatten wir damals ja 400 Milliarden und so ein Scheiße. Oder deswegen hat, wie heißt das hier, Christo so viel Geld. Yeah. Ah, ey. Aufträge, krass. Bist du eigentlich Level 10 oder Level 9? Ich glaube noch 9. Okay. Sie haben ihr Konto überzogen, ja, ich weiß. Oh, Trecker! So. Auftragsangebot. Hör mal. Ich könnte einen Traktor nach Kalmar fahren. Malmö. Oh! Aber nur 28 Tonnen. Das ist ja. Boah, Alter. Alter. Göteborg. Boah, geil. Göteborg, Schweden war das, ne? Boah, geil. Kunststoffgranulat nach Kopenhagen. Ja, habe ich auch, aber das ist ja nur eine ganz kurze Strecke. Ja, was hast du dann? Ja, ich habe hier 4 Seiten, Alter, das ist das Ding. Da riech ich 3. Ich könnte eine Planierraupe nach Malmö fahren. Kurz 40 Meter weiter. Also, ganz weit habe ich Katowice. Denn Olsztyn. Olsztyn, ja, habe ich auch. Ja, Olsztyn? Ja, das ist doch, wäre gar PL, nicht schlecht. Ne? Ja, PL, Polen. Mhm. Olsztyn wäre nicht schlecht. Was hast du sonst? Katowice, ja, das ist ein ganz anderer Weg. Christiansand. Christiansand, das war Schweden, oder? Norwegen. Norwegen?
Ach ja, da oben, ja, sehe ich gerade. Christiansand. Berlin, Kiel. Ja, Berlin hätte ich auch, aber ganz ehrlich, Oldstein bringt uns am meisten. Ne? Was hätte ich denn in Trelleborg? Ja, da, ach ja, da waren wir, stimmt. Ja, da habe ich Warschau, war nicht so teuer. Warschau, ja, ist tatsächlich nicht so teuer. Obwohl, naja, gut, bei mir schon. Aber, Dansk. Oldstein, oder wie das heißt. Ja, ne, Oldstein. Hoffentlich schaffen wir es in einer halben Stunde, ne? Oh, das schaffen. Ach, du mit einer halben Stunde. Ja, ja, ich hab mir jetzt halt hier zeitlich vor gehabt, deswegen. Leider kann ich nicht so spielen, wie ich möchte. So. Da. Ach, du bist auch hier. Moin. Ach, du musst sogar hier abholen? Ich nicht, ich muss woanders hin. Nee, warte, ich nehme meinen Schwarzmüller-Anhänger. Textur. Mürgerl. Mir auch. Mir auch. Egal. Na geil, dann fahren wir jetzt nach Polski Town. Kommen wir erst da zum Tanken fertig. Weil dann lohnt sich das auf jeden Fall auch, weil da haben wir bestimmt schon ordentlich den Tank leer. Alter, diese roten Ampeln sind das Schrecklichste, was es in diesem Spiel gibt. Ich tippte 8 Ampeln mit hier, bin ich gefahren und... Alter, warum fahre ich denn nochmal so schnell rückwärts? Hab denn eine Macke? Was war das denn? Geil. Ich bin gerade voll rückwärts gepickert, obwohl ich im Vorwärtsgang war und nicht mal Gas gegeben habe. Hast du deine Fracht schon? Nee, ich sag ja, alle Ampeln rot hier. Bin schon über 2 über rot gefahren, aber jetzt habe ich keine Kohle mehr. Was hast du denn? Nee, ich muss ein bisschen weiter raus. 3 Kilometer musste ich raus. Ich bin bei NSOI. Keine Ahnung, wo das ist. So. Nach Oldstein. Ich würde auch nach Tschechien fahren, okay. Ne, das will ich nicht. So. Oh Gott, verrückter. Meinst du? Ja, ein Verrückter, der nicht fahren kann. Auch ein Verrückter, der rammelt, oder? Nee, der versucht mich gerade zu überholen, schafft das aber nicht, weil er zu doof ist. Erstmal fett an. Da ich ja so und so auch, denke ich mal, in deine Richtung fahre. Oder ich muss. Autobahn, ne? Ich bin jetzt gleich auf der E6. Ich bin auf der E20. Ah, hier steht doch irgendwas mit E20. Okay, ja, dann musst du da auch sicherlich hin, denke ich mal. Aber die Autobahn hier heißt E6. Aber auf dem Schild stand E6 und irgendwas mit E20. Also ich bin auf der fahr jetzt gleich hoch die E20. Nee, du scheiß Ampel, gehst jetzt hoch. Geradeaus, okay. Ah ja, da, E20. Hier dann runterkommen. Ach, ich sehe dich auf der Karte. Da bist du ja. Kling. Wieder ein Seil gerissen. Ich habe aber diesmal ein 3000er Pack gekauft. Textur. Yeah. What a beautiful texture. Mhm. Gib Gas. Ich hab nicht wegen dir gehupt. Ich auch nicht wegen dir. Behindert oder?
So, ab nach... Naja, Polen. Polski, Polski. So, und wenn ich angekommen bin, gucke ich mal, hoffe ich mal, dass ich was zurückzahlen kann. Und dann gucke ich mir echt mal an, ob ich mir einen neuen LKW leisten kann. Bei mir wird es auf Dauer. Ja, ich brauche unbedingt einen zweiten LKW. Also das ist ganz wichtig, da den brauchen wir definitiv. Wie viele Tonnen fährst du? Weil du keine Ahnung. Ganz schön weit weg. 16 Tonnen Reifen. 19 Tonnen? Achso. Falsch. Ja, ich bin ja aus dem Stand gerade gefahren, ne? Das dauert ein bisschen. Ja, Harry. Ach, wir fahren ja jetzt durch Schweden, genau. Zieh doch mal durch jetzt hier, Alter, Alter, E6, E4, E20. Ja, wie heißt die denn? Das hier müsste die E20 sein. Achso, da auf der Karte. Ja, das ist E6, E4, E20, Alter. Irgendwie ist das ein bisschen verwirrend. Nur ein bisschen. Zieh voll durch die Kurve, die wir hier gleich hoch müssen. Die kannst du voll durchnehmen. Der steht mitten auf der Fahrbahn. Echt? Steht da einer auf der Fahrbahn bei dir? Ja, aber stand da gegen Fahrbahn. Und die kannst du voll durchnehmen, wie heißt der da? Echt geil. Na toll, jetzt müssen wir auf der Landstraße. Weißt du was, ich glaube, ich hole mir nächsten Monat echt Frankreich. Ja, danke. Was denn? Wenn, dann sollten wir das zusammen machen. Ja. Wäre doch cool. Ja. Bitte hör auf zu sagen, dass du kein Geld hast. Geld habe ich schon, aber es wird knapp bei mir. Wieso das denn muss? Die scheiß Anime-Figur. Das Maul. Wenn die fressen. Furze. Wer keine Ahnung davon hat, soll die klappern. Wie viel hast du denn vorbestellt? 17 Stück oder was? Nee, es sind noch 3 vorbestellt. Wovon ich 2 auf jeden Fall habe. Heftig. Da muss deine EP6 mal besser laufen wieder, wa? Ja, aber das wird langsam. Oder du musst mal anfangen, EP12 zu machen und sowas. Nee, da kriegt mich keine Sorge. Ja, aber ich denke, da steckt das Geld drin, oder? Oder fahren die da ja nicht und? Um? Ich mach das ja nicht wegen Geld. Laber mal nicht, wer macht das denn nicht wegen Geld? Och, da gibt's viele. Die tun also stundenlang vom Scheißrechner hier eng und Hobby. Und verteilen das dann an die Armen sozusagen. Cool. Sehr sozial. Alter! Scheiß Kurve! Boah! Oh, Happy Harry! Aber geil gefahren gerade. Boah. War die langgezogene Kurve, ne? Und dann die S-Kurve da im Hintergrund. Ja, also da im Hintergrund. Im Hintergrund. Im Hintergrund, da hinten war der S-Kurve, die bin ich auch noch gut gefahren, ne? Alter, hier hüpft man aber ordentlich, ey. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da mal einen Unfall gebaut habe. Also ja, ich glaube auch, Alter. Dass man da einfach mal so flupp weg war. Ja, genau. Boah, das war jetzt aber gerade eng. Oh, okay.
Mit einem hohen Koffer ist die ein bisschen schwerer. Hinter der Tankstelle die Kurve. Ja, das wäre mit dem hohen Koffer, ne? Bisschen Gas weggenommen. Ja, ich bin auch ein bisschen runtergegangen. Übermorgen kommt S ins Kino. Ja, nicht mein Fall. Ja, ich bin am überlegen, den zu gucken, ne? Ich mag Horrorfilme überhaupt gar nicht. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil die für mich echt langweilig sind. Boah, der soll richtig gut sein, habe ich gehört. Ja. Der hat wirklich überall nur positive Stimmen, das ist schon echt ein Ding. Aber ich bin noch mal gespannt drauf, weil ich kenne den alten kenne ich auch. Zwar nur einmal gesehen, aber ich kenne ihn. Und ja, scheiße ist das nicht. Der einzige Horrorfilm, den ich echt gut fand, war Yuan. Was? Yuan. Was ist das denn? Yuan, The Grudge. Achso, ja, sag das doch auf Deutsch. Oder auf Englisch. Ich meine aber nicht den amerikanischen, sondern ja, ich glaube japanischen. Keine Erlebnisse damit gehabt. Hatten wir, als ich damals noch in der WG wohnte, hatten wir den damals geguckt gehabt. Ja. Mitten in der Nacht, Fenster aufgehabt und in dem Film schreit dann in irgendeiner Szene so eine Katze. Ja. Und in dem Moment schreit draußen eine Katze. Okay. Ja, das sind so Filme, die kann ich zwar gucken, aber ich mag sie nicht so gerne, weil das ist mir so, dass es diese so auf Psycho, weißt du, die Dinger mag ich nicht so. Ja, das mag ich mehr, wenn es so richtig auf Psycho geht. Obwohl, wie heißt das, S soll ja auch echt Psycho sein, also der Teil. Wobei ich so eher auf, nicht auf, also man eigentlich gar nicht vergleichen. Ich würde eher auf Psychospiele, also Computerspiele, eher gehen als auf Filme. Ja, bei Humble Bundle hättest du die, wie heißt das hier, Outlast holen können. Ja, Outlast. Das, was war das denn? Gut, aber ist auch nicht so mein Fall. Was ich echt krass fand, war dieses Spiel, was, Gronk und Pandoria das Blade haben. Boah, wie heißt das jetzt? Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Aber ich komme auch nicht auf den Namen. Das war so krass. Oh, verdammt, ich weiß es nicht. Alter, sind die Frames hier ein bisschen so am Zittern bei dir? Observer, genau. Genau, Observed. Observed. Irgendwie sowas, ja. Observer, Observed, irgendwie so, ja, das Ding. Genau. Das war krass. Allein nur das Zuschauen. Haben die Frames gerade auch ein bisschen gezittert bei dir da in der Stadt? Nee. Ja, so ganz leicht haben sie gezittert irgendwie. Also. Was heißt gezittert? Naja, also ich hatte nicht mehr 60, sondern so 50, 48, deswegen. Oh, ich habe die ganze Zeit gerade 47. Echt? Naja, du spielst auch auf Ultra. Ja, trotzdem heftig, Alter. Du spielst auf Ultra und das Ding, wie heißt das? Du hast eine 1080 drin, ne? Mit MySeven. Das ist auf 60. Ja, das ist eine Stadt. Auch hart, Alter. Heftig. Naja, das ist immer scheiße. Trotzdem, also ich finde das immer echt übel, ne? So ein Spiel, Alter, von 2014 oder 13. Diese Stelle hier mag ich so sehr. Ja, die ist echt hübsch, ey. Mit der Bahnlinie dann noch hier so drauf. Achso, ne, die ist scheiße. Schön sehen. Da hat man keine Zeit. Ja, der See ist wirklich schön. Ach, wir hätten noch mal rechts fahren können, ne? Damit wir die Prozente haben. Ja. Das ist wow. Richtig, finde ich. Ach, hinter uns ist jemand. Oh, Tatsache. Also fahr nicht ordentlich. Magar, mach das Licht aus. Ach, das ist wieder dieses hier, wie heißt das, einmal im Kreis rum und dann noch links rein. Oder? Ja, ne? Ja. Oder... Das ist echt übel!
die muss ich echt sagen, ist da Gdynia. Na, gab's Kohle oder habe ich Kohle ver... Oh, Alter, ich habe Kohle gekriegt. Fotze. Und? Hab ich was verloren? Oh, ich habe 13.000 bekommen? Ach nee, das ist also Auftrag. Achso, okay. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich Geld bekommen. Ich habe 4.800, ich habe 3.000 Euro gekriegt, Alter. Für diesen Auftrag ist 13.000. Geil. Ja, bei mir 17.000 oder so. Dann komme ich endlich in den Plus und ich könnte sogar einen 10.000er verbraten. Geil. Oh, Alter, ich glaube, ich könnte sogar zwei 10.000er zurückzahlen. Mit Glück, beim 1 und 2. Ja, Mann! Geil, Alter! Zwei Stück kann ich zurückzahlen, das ist gut. Oh, 340, Alter. Die nächste Ampel werde ich nicht überfahren. Ach, ist die rot geworden? Ja. Boah! Alter, die war bei mir nur grün. Heftig. Alter, die nächste Ampel werde ich nicht überfahren. Ja, das ist schweineteuer. Nee, ich hab das noch nicht. Boah. Wie gesagt, bei mir war noch grün. Hättest Bescheid gesagt, Alter. Ja, wollte ich eigentlich, aber dann habe ich gedacht, ach komm. Leck mich. Ja, sonst wäre ich, wie heißt das, angehalten, aber bei mir war die noch komplett grün, also nicht mal. Ach, der hinter dir ist aber los, auch rübergefahren. Ja. Ja, der hat auch bestimmt das nötige Geld. Ja. Haben wir auch bald. Dauert zwar noch echt lange, aber das werden wir auch haben. Ich glaube, der hinter mir hatte gerade Angst gehabt. Sie haben Post. Oh! Minus. Kreditraten, Alter. Ja. Nur einmal zurück sein, na toll. 11.280. Bist du im Minus? Nee. Hab ich, wurde mir abgezogen. Im Minus bin ich 7.043. Ja, herzlich bedankt. Ach, das ist wieder schön, wenn man sowas sieht, ne? Mhm. Und nicht so ein Hurensohn, der noch so haarscharf rammt, Alter. Das ist echt nervig, ey. Aber in dem Fall hast du echt eher den Pech. Ja, ne? Ich hab diesmal echt Pech gehabt, Alter. Der eine hat mich echt so weggebumst, ey. Da habe ich ja richtig EP verloren. Und auch Geld, ey. Oh ne, das war schon ordentlich. Jedes Mal, wenn du bremst, Zug. Sag mal. Ja, ein Ticken zu doll gebremst und ein Seil gerissen. Lässt mir ein Seil? Nee, ich habe nur noch 2998. Die brauche ich alle. Das kann ich nicht machen, Alter. Wir können gleich gerne an der Tanke halten, aber ich kann dir keins geben, du. Ja, hinten kommt eine Tanke, also wir fahren an einer vorbei. Dann können wir mal kurz eine Packung Zigaretten und ein paar Seile holen. Ja, und dann auch mal tanken. Naja, polnisch tanken. Polnisch tanken. Kann man ja leider nicht. Das wäre so geil, wenn man rumlaufen könnte, weißt du? Ja, aber das Problem genau das wollte ich gerade auch erwähnen. Das wäre super Problem, geil, wenn man laufen könnte. Die müssten durchsichtig sein. Also man dürfte die dürften keinen Triggerpunkt haben oder wie das heißt. Genau. Das, weil sonst stehen die alle auf der Straße und lassen sich umfahren und ja toll, LKW, ganz zack, fertig. Das wär zu krass. So wie das eine Spiel hier, dieses, was immer früher letztens gespielt hat, diesen Train Simulator. Ja, oder halt, wie heißt das, Bus Simulator, da kann man ja glaube ich auch durchlaufen oder ja, so. Genau.
oder halt Polizeisimulator da, diese, dieses Autobahnpolizei, weißt du? Gronkh hat doch dieses Autobahnpolizei mal gemacht, da kann man glaube ich auch rumlaufen irgendwie. Oder ein Flixbus-Simulator. Ja, kann genau, den meine ich. Den Flixbus-Simulator. Ja. Schade, dass der nicht so, guck mal, wenn der so perfekt wäre wie der hier, ne? Also wie Euro Truck Simulator, boah. Und der noch mit Multiplayer, boah. Ich glaube, das wäre der nächste Hammer. Wenn das wirklich so geil wäre wie Euro Truck Simulator hier. Bin mir sicher, das wäre ein Renner. Oder auch Omsi. Aber Omsi sieht so scheiße aus und läuft so scheiße. Also, ja, weiß ich nicht. Das ist leider das Problem. Sonst hätte ich mir den Omsi auch schon geholt, glaube ich. Aber das sieht aus, Alter, wie aus den 90er Jahren. Ist auch schon sehr alt. Aber so alt auch nicht. Oh, hier ist ein Blitzer. Wollen wir langsam fahren? Ich ja. Ich auch. 70. Da ist ja der Blitzer. Oh, bei mir schon wieder anzeigen müssen. Ne, da vorne ist der Blitzer. Ja, ja, dann war das war da auf der anderen Seite. Genau. Hier ist 50? What the fuck? Jetzt wieder 70. 50, 70. Geil. Die alten Tripper Boys, ey. Da vorne ist wieder eine S-Kurve im Hintergrund, ey. Oh, 30. Eine Baustelle. Mal die Bauarbeiter wach machen. Oh, jetzt sind sie wach. So, ab auf die Tanke, ne? Gucken, besser gesagt, mal gucken, was hier kostet, der Scheiße. Wo ist sie? Ist auf der linken Seite? Ja. Ne, auf unserer. Gut. Fünf Slotti, Alter. 1,22. Ah, da pissen wir das Ding nochmal voll. Ich steig schon mal aus. Hol dir ein paar Seile. Einmal ein paar Seile, bitte. Was? Seile. WD-40. Ich hab doch noch eine Dose WD-40. So toll, jetzt habe ich schon wieder einen Liter verbraucht. Eigentlich muss ich mir den Liter wiederholen. Ich bin nicht müde, ja, war ja klar. Hat das Ding zwei Tankanzeigen? Wie geil ist das denn? Das Ding hat zwei Tankanzeigen, aber. Und ja, links die? Ne? Ach so, ach. Ach nee, das da unten ist AdBlue. Was heißt das? AdBlue ist irgendwie so ein anderer Treibstoff. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das auch erst vor kurzem gehört. Okay. Also, diese Videos, die ich da gucke. Von. Und den haben sie hier reingebaut? Okay. Ich gucke nämlich nebenbei auch halt so ab und zu Videos von German Truck Driver. Ja. Und das halt sehr häufig AdBlue in dem, ja, gefallen, sag mal. Der Begriff AdBlue. Ich hab aber keine Ahnung, was das ist. Ist ja ein Ding. Ist irgendwie so ein, ich glaube, so ein umweltschonender Treibstoff oder so, keine Ahnung. Okay. War das früher auch schon dabei? Was meinst du? Das AdBlue war das früher damals auch schon, also, als wir damals gespielt haben? Ja, hier im Spiel gibt es ja hier kein AdBlue, aber. Ich weiß, aber warum haben die Kacke dann, ne? Was soll's? Also, es ist eine ganz normale, wie heißt das hier? Eine ganz normale Tankanzeige sozusagen. Also hat er doch zwei. Ja, er hat, Beide sind nicht voll.
Naja, bei mir auch. Ja, wahrscheinlich haben die das einfach so gemacht, weil wir hier keine verschiedenen Treibstoffe haben. Sei nicht schade, sie muss hier runter. Was? Na dann fahr da runter. Okay. Oh, ja gut. Ich fahr hier runter. Da sind ja auch nur 39 Kilometer noch. Ja. Ich wollte jetzt hier hinterher fahren, aber das wäre ja irgendwie Schwachsinn. Was hattest du noch drauf? Mehrere Paletten? Nee. Reifen. Reifen, was da? Ja, vielleicht. Okay, keine Ahnung. Hm. Gibt's hier einen Volvo-Händler? Oder Hersteller? Goda. Ach nee, der ist Tschechien. Ach nee, wir sind ja in Polen, stimmt ja. Ja. Ich weiß, ich hab nicht geblinkt. Harry, was machst du für einen Scheiß, Alter? Ich weiß auch nicht. Kannst du nicht einfach nicht blinken? Eine Stadt. Ach, ich muss weiter raus. Du bist in der Stadt und ich muss weiter raus, Leute. Ja, ich seh's gerade. Ja. Ich fahre nämlich jetzt gleich in die Stadt rein. Ja. Ich fahr aus. Ein blauer Lollipop. Schlumpf-Lollipop, Alter. Lollipop, 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 Lollipop. Oh. Hier hinten ist aber auch noch Old stehen, Loi. Komisch. Also ich muss auch noch ordentlich fahren. 10 Kilometer noch. Okay, na ich bin jetzt da. Ja, dann fährst du vielleicht in die Stadt und ich bin vor der Stadt. Anscheinend. Das kann angehen. Dann hätte ich dir ja tatsächlich folgen können. Naja, was soll's. Holzding! Alter, hier liegt überall Holz rum, was soll der Scheiß sein? Und hier soll ich abliefern? Holzki, Polski! Hä, was hab ich denn dabei? Chemikalien, was wollen die denn mit Chemikalien hier bei Holz? Na gut, Holzbearbeitung, ne? Ja, Chemikalien und Holz, ja klar. So. E-Mail. Wir haben mit deinem Konto überzogen, Konto ausgeglichen. Ja, deine Mutter überzogen. So, ich zahle, ja, einen kann ich zurückzahlen. Warte, ich verarsche, ich habe einen zurückgezahlt und kann trotzdem nur 160.000 noch nehmen? Was soll das denn, Alter? Alter, mich kostet das 11.600 am Tag. So, ich nehme jetzt alle Kredite. Ja, ne, nicht ganz alle, sondern 121.000. Ich glaube, das sollte reichen. Ist in Oldstein. Ach ne, warte mal, ich kann ja hier einfach. Ich will auch einen neuen LKW. Ich muss erstmal kurz wieder weiterfahren. Dann ich kann ich den ganzen Schrott hier an LKW alles entfernen lassen und dann mache ich auch. Nein! Aber das mache ich erst, wenn ich einen neuen LKW mir hole. Was kaufe ich mir da jetzt? Ich kann meine. Ich habe keine 10.000. Oh Mann. Oh, ich habe. Alter, ich habe 70.000 jetzt ungenutzt. Nice! Okay, ja, siehst du. So, Volvo. Was kostet das Ding? Ja. Motor, der muss auf jeden Fall gleich einen stärkeren Motor. Wie viel? 540. Na, das heißt, ich fahre jetzt mit Volvo rum, ne? Das weißt du, ne? Ja, toll, danke. Er ja, dauert ja nicht mehr lange bei dir. Zack, zack. Zack. Weißt du was? Was denn? Was mache ich jetzt? Ich fahr zum LKW-Händler. Ich hätte besorgst es dir. Ich entrümpel jetzt meine LKW. Das war halt gut, dass ich halt den Papier aufgeschüttet habe.
Tja. Welche LKW selbst fahren? Ja. So. Ach Scheiße. Weißt du, wo ich stehe? Ich bin in Osnabrück. Nein. Ah, du Penner. Ganz vergessen, dann, Alter. Da komme ich doch nicht hin. Osnabrück? Ja. Aber wenn ich mir einen Volvo hole, dann müsste ich da auch dann landen. Ja, ja, dann musst du bloß Osnabrück, wie erst das aussuchen. Mhm. Weil gibt ja auch andere. Hast du den neuen geholt oder den alten? Den neuen. Ah, Ampel! Willst du mich verarschen? Endlich. Ja, ja. So. Ausrüstung, Wartung mache ich gar nicht. So, na. Oh. So, Erstattung. 20.000, ja. Kleineren Motor. Boah, Alter, was ist das denn für ein kleiner Volvo-Händler hier? Ich kann nicht mal drehen, so klein ist das Ding. Sexy. Wow, 42.000. Hast du jetzt 42.000? Nein. Ich kriege Rückerstattung. Ach so. Also du kriegst 42.000 jetzt aktuell schon. Oh, sexy. Geil. Hey, ich muss mich auslangen. Ich muss meine Frau machen wach. Aber ich bekomme nur 23.000. Was? Warum? Cool. Ach, schöner Volvo. 540 PS. Der geht richtig ab. Ach so, okay. Weil ich das Fahrwerk da umgeändert habe. Okay. Du hast das Fahrwerk auch umgeändert? Und wenn ich den Motor auch... Jetzt kriege ich 32.000. Okay. Jetzt hast du bald nur noch Reifen drin, ne? Aber dann bekomme ich nur, dann habe ich nur 90.000. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ach, hier habe ich auch noch was. Stimmt. Toll. Naja. Alles nicht so einfach da. Scheiße. Toll, ich hätte zuschlagen müssen. Da hat einer 1,6 Millionen geboten, ne, auf den. Scheiße, jetzt kriege ich den ja nicht mehr. Alter, was ist denn los gerade mit euch? Alles gut. Harry Weinforter. Mhm. Pimmelberger, ne? Naja, ist halt alles zu sagen. Toll. Guck mal, wir riechen uns heute Abend, ne? Jo. Na gut, dann lasse ich LKW so. Möchtest du die Änderung rückgängig machen? Ja. Dann bleibt der LKW erstmal so. Fahre ich noch ein, zwei Fahrten und dann kann ich mir erst den
Volvo holen. Naja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.